klicken Sie im Kalenderbereich von Outlook auf die Schaltfläche Neue Teams-Besprechung. Das Besprechungsfenster wird eingeblendet. Geben Sie in das Adressfeld die Namen oder E-Mail-Adressen der Teilnehmer ein. Geben Sie den Betreff Ihrer Teams-Besprechung in das entsprechende Feld ein. Das Feld Ort ist als Microsoft Teams-Besprechung vorbelegt. Legen Sie den Zeitraum der Besprechung wie gewohnt fest. Bei einer Teams-Besprechung wird im Nachrichtentextfeld automatisch ein Link zu dem Meeting eingefügt. Ergänzen Sie die Besprechungseinladung gegebenenfalls mit weiterem Text. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Senden. Die Besprechung wird als Termin in Ihrem Outlook-Kalender eingetragen. Die zuvor angegebenen Personen erhalten eine Besprechungseinladung. Wechseln Sie über die linke Navigationsleiste in Ihrem Kalender. Kurz vor einer geplanten Besprechung erscheint die Schaltfläche Teilnehmen direkt auf dem Kalendereintrag. Alternativ öffnen Sie diesen zunächst mit einem Klick. Treten Sie der Besprechung bei, indem Sie auf die Schaltfläche Teilnehmen klicken. Passen Sie gegebenenfalls Video- und Audioeinstellungen an und klicken Sie auf Jetzt teilnehmen. Sie sind der Besprechung beigetreten. Klicken Sie in der Besprechung auf das Symbol Teilen. Wählen Sie nun entweder den gewünschten Bildschirm, ein einzelnes Anwendungs- oder ein Dokumentfenster aus. Alle Inhalte und Mausbewegungen werden nun übertragen und sind für die anderen Teilnehmer sichtbar. Dass Ihr Bildschirm übertragen wird, erkennen Sie am roten Rahmen. Um die Freigabe zu beenden, klicken Sie im Besprechungsfenster auf Teilen beenden.